Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live aus der Börse in Frankfurt. Vierter Handelstag in dieser Woche und das, was sich der DAX innerhalb dieser Woche, wo er sich treu bleibt, das ist die Schwankungsanfälligkeit. Denn die Schaukelbörse, sie geht heute weiter. Gestern kräftige Erholung, heute kräftiger Rücksetzer. Im Tagestief waren wir schon knapp ran an der 15.300-Punkte-Marke. Von diesen Tiefständen haben wir uns wieder etwas erholt. Trotzdem sehen wir den DAX mit über 2% im Minus bei 15.366 Punkte. Wir haben schwache Konjunkturdaten aus den USA gesehen. Das FED-Sitzungsprotokoll eigentlich beruhigend wurde es eingestuft, aber die Vorsicht und die Hab-Acht-Stellung, sie ist hier erst einmal wieder zurück auf dem Parkett. Wirft man einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex, sehen wir auf Platz 1 das Papier von TeamViewer, gefolgt von BioNTech, Nel, Volkswagen und Infineon. Und wir werfen einen Blick auf Nel. Das norwegische Wasserstoffunternehmen hat einen neuen Auftrag für eine Wasserstofftankstelle für den Transport in London erhalten. Wie Lineseid auf seiner Website erklärt, habe sich der Londoner Bürgermeister für die Verkehrsstrategie die Dekarbonisierung des Londoner Busnetzes zum Ziel gesetzt. Dabei sollen alle der 9000 Busse, die in London derzeit in Betrieb sein, bis spätestens 2037 elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden. Im Rahmen dieses Programms hat Nel den Auftrag erhalten, eine Wasserstofftankstelle zu liefern, mit der 20 Wasserstoffbusse, die derzeit in West-London verkehren, mit Kraftstoff versorgt werden sollen. Es handele sich dabei um einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen, der auch einen 10-jährigen Service- und Wartungsvertrag beinhalte. Wir werfen noch einen Blick auf das Papier von Volkswagen, denn die EU-Kommission, die hat gegen BMW und Volkswagen Wettbewerbsstrafen in dreistelliger Millionenhöhe verhängt, wegen rechtswidriger Absprachen zu sogenannten AdBlue-Tanks für eine bessere Abgasreinigung. Insgesamt müssen 857 Millionen Euro gezahlt werden. Und der Automobilsektor, der ist somit weiter unter Druck. Zuletzt gab es ja immer wieder anhaltende Gewinnmitnahmen beim europäischen Automobilsektor, der ihn gedrückt hat, nachdem der Branchenindex Anfang Juni nach einer monatelangen Rallye ja knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war. Daimler übrigens auch mit in diesem Kartell, aber sie profitieren von der Kronzeugenregelung und bleiben somit straffrei. Ein weiterer, jetzt erstmal der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Platz 1 BioNTech, gefolgt von TeamViewer, Nel, CureVac und Apple. Und auf den weiteren Wert, auf den wir schauen, das ist TeamViewer, der Softwareanbieter. Der dämpft nach einem schwachen zweiten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr und ist somit der größte Verlierer heute im MDAX. Seit Jahresbeginn hat das Papier schon über 35% verloren. TeamViewer rissen gleich zum Handelsstart heute. Die 21-Tage-Linie waren auf einem Tief seit März 2020 unterwegs und das Rekordhoch bei knapp unter 55 Euro. Das ist bei TeamViewer jetzt erst einmal klar Geschichte. Bei den Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden 12 Monate, und auch beim Umsatz selbst, wird jetzt nur noch mit dem unteren Ende der bisher in Aussicht gestellten Spanne gerechnet. Im zweiten Quartal waren die Billings bereinigt um Währungseffekte um 18% und damit weniger als erhofft gestiegen. So viel von mir und hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen, am letzten Handelstag dieser Woche, wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.